Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Kanal, hier bei Da guckst du. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. Wir haben ja uns dieses Feld 51 noch dazu gekauft. Ja, sind jetzt mit den John Deere und der Feldspritze angekommen. Werden diese jetzt auch mal aufklappen. Und dann sagen wir einfach mal auf Dünge das Feld, weil wir ja festgestellt hatten, das Feld ist noch nicht gedüngt. Ja. Ansonsten hoffe ich, euch geht's allen soweit gut. Ich hoffe auch, dass ich jetzt nicht das Feld kaputt fahre, aber gut. Wenn nicht jetzt, wann dann? Gedüngt werden muss es eigentlich in zwei Schritten. Ja. Da könnten wir jetzt natürlich auch unseren Helfer verwenden für, aber ach komm, was soll's. Der würde es wahrscheinlich sogar sparsamer machen als wir. Dadurch, dass man es nicht mehr so wirklich sieht. Ich starte jetzt einfach mal. Mal schauen, wie es wird. Wie er arbeitet. Aber in den Einstellungen muss ich nochmal kurz rein. Ich habe gesehen, der Helfer kauft den Dünger. Braucht er ja nicht. Wir haben es ja schon. Ja. So, auf jeden Fall hat er was stehen lassen, aber alles kein Problem. Entspannung pur. Aua. Genau, Düngestufe ist jetzt bei 50%. Ist auch richtig so, dass die bei 50% ist. Aber eigentlich düngt man einmal vor der Saat und einmal nach der Saat. Dann wären wir bei 100% gewesen. Ja, da haben wir auch die Errungenschaft bekommen. Ja. Und ich hoffe bei euch soweit alles gut. Mit den Kommentaren seid ihr ja sehr sparsam. Von daher ist es ja immer so, dass okay, er hat seine Arbeit beendet. Da ist es ja immer so ein bisschen schwierig, euch das recht zu machen. Anschalten, da ist das doch gewesen. Auch wenn wir jetzt ein bisschen was
schenken. Ist mir aber so relativ gerade egal. Und irgendwie geht gerade die Musik nicht weiter. Ach man, wenn eine Folge glatt laufen würde, wäre es doch einfach nur mal wunderbar. Aber hey, dann wär's nicht ich. So, jetzt fahren wir einfach mal hier zurück übers Feld. Düngen es jetzt doppelt, ja, passiert aber nichts. An der Stelle. Genießen unseren schönen John Deere. Mit der Hardy-Spritze drinne. So. Und jetzt müssten wir alles erwischt haben. Schalten die ab, klappen sie zusammen. Und sagen, komm mein Junge, fahr wieder zum Hof. Hast deine Arbeit super gemacht. Hey, da geht die Musik weiter. Merci. Gracias. Für deine Arbeitsstunden. Jetzt mal schauen, wie er fährt. Ich habe so die Befürchtung, er fährt wieder durch die Kuhle. Weil es eigentlich der kürzeste Weg ist. Aber abwarten. Er kann uns ja noch überraschen. Ne, er fährt weiter geradeaus. Sonst hätte er jetzt schon abgebremst. Den werden wir ja nur nutzen, den John Deere, fürs Düngen. Deswegen lasse ich auch da die Feldspritze und den Zusatztank dran. Und eigentlich könnten wir den auch hier in den reinstellen. Aber natürlich nicht in die Grube fahren, sondern schön daneben stellen. So. Mal schauen. Wenn wir jetzt abkoppeln würden, würde natürlich der Zusatztank in die Grube fallen. Aber wir wollen ja auch mal die Hydraulik ein bisschen entlasten. X, du bleibst schön eingeklappt. Von daher lassen wir es mal ab. Mal schauen. Ich wollte mal schauen. Jetzt nur testhalber. Ah, nee, er hebt ihn trotzdem an. Okay. Dann lassen wir doch hinten den ab. Und so können wir ihn ja stehen lassen. Ja. Dann werden wir wieder ein, zwei Tage vorspulen. Aber vorher nochmal bei den Tieren gucken, dass die genug Wasser haben.
Ist noch genug da. Müssten wir zur Not einmal den LKW nachher rumfahren, beziehungsweise den Wasseranhänger. Und wässern. Und gleich noch ein Tag. Schauen mal bei den Fortschritt der Pflanzen rein. Wasser ist noch in Ordnung. Die nächste Düngestufe haben sie erreicht. Hier sind wir schon fast in der letzten Stufe. Das heißt, ein Gerster kann bald abgefahren werden. Da werden wir jetzt auch mal unseren Drescher schon mal hinschicken. Der hier versteckt ist. Sollte vorher überlegen, was man macht. Eigentlich bräuchten wir noch einen gebrauchten Drescher, um die einen wirklich nur für Weizen nutzen zu können. Weil Weizen wird vorerst unser Haupteinnahmequelle sein. Einmal das Tor zu machen. Wir brauchen noch die das Schneidewerk. Mal gucken bei gebrauchten. Ah nee, der ist mir eigentlich zu teuer. Weil er wirklich schon guter ist. Nee. Man muss auch mal hart bleiben und wissen, wenn es nicht geht. So. Jetzt wird's spannend nochmal. Ob wir überhaupt mit dem Fahrzeug aus keinen freien Fahrer gleiche Ziel. Ja, das ist ja neu. Ob wir aus dem Feld überhaupt rauskommen. Aus dem Hof. Kann keinen Weg finden zum Hof. Tu nicht so, du hast einen Weg zum Hof. Der will die schmale Ausfahrt nehmen. Würde ich sagen. Ja. Die eigentlich nur für Traktoren gedacht ist. Die hat da jetzt eine Kollision entdeckt. Ich liebe es. Ah, hat er schon wieder angetriggert. Das ist ja das Schöne bei dem Landwirtschaftssimulator 22. Der hält die automatisch fest. Wunderbar. Er fährt wunderbar. Zu den schicken wir gleich noch den hin, den Drescher Abfahrmodus
fällt ein 51. Wobei. Nee. Nee. Machen wir nicht. Das ist immer ein bisschen ätzend bei dem neuen Landwirtschaftssimulator. Gefühlt müssen da dauernd die Tore zu sein, um ein andere Tor aufzumachen. Er ist angekommen. So, Drescherabfahrmodus. Feld 51 zum Hofsilo und fahren. Das gleiche stellen wir dann nachher hier auch ein. Wir bauen den schon mal zusammen. Könnt ihn ja auch schon mal ausklappen. Jetzt hat er auch erkannt, dass ein LKW bzw. ein Abfahrer existiert. Den er rufen kann, wenn er voll ist. Wobei eigentlich bei dem Feld. Ja, müssen wir schauen. So wirklich voll wird er nicht werden. Vielleicht maximal einmal, zweimal. Und hier seht ihr auch. Obwohl ich doppelt gedüngt habe an manchen Stellen, ist die Düngestufe nur auf 50%. Daraus bedingt halt, dass halt einmal gefehlt hat. Einmal düngen. Wo ist denn unser Abfahrer? Wo fährt er? Ah, hier. Am Feld 70. Hier kommt er gerade an. Das wird dann das automatisierte Abfahren sein, was ich euch gesagt hatte. So. Wird es nochmal spannend, ob er hier um die Ecke kommt, aber... Sollte er eigentlich. Bei den amerikanischen Anhängern ist es immer so ein bisschen schwierig, mit dem Wendekreis einzuschätzen. Europäer haben die hinteren beiden Achsen weiter vorne zu hängen. Die sind dann in etwa hier so. Dadurch ist der Wendekreis bei Deutschen oder Europäern besser. Dadurch, dass bei den Amis die Achsen ganz am Heck sind, wirklich ganz am Heck, haben die einen größeren Wendekreis. Damit bedingt natürlich dann auch Schwierigkeiten beim Wenden oder Drehen.
Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus und ciao.